Ja, ich bin der, der immer über das Bildungssystem meckert. Jetzt darf ich das mal 18 Minuten. Ich selber bin ja auch Professor. Ja. Und bin ja mitschuldig irgendwo an diesem ganzen System, obwohl ich ja damit nicht einverstanden bin. Und jetzt hat Bill Gates was dazu gesagt. Das ist schön, dann war ich das nicht. Gell? Das habe ich mitgebracht aus dem Internet. Vor lauter Werbung steht da in der Mitte nur, Gates hat gesagt, Universitäten sind gar nicht mehr so wichtig, weil man in 5 Jahren das alles als Konserve auf dem Web hat. Toll, oder? Sie kommt noch nicht so richtig rüber, die Begeisterung. Stellen Sie sich vor, Sie kriegen einfach Vorlesungen von Sigmund Freud, Max Planck, Helmholtz, Einstein himself, Watzlawick, Jaspers, Max Weber. Einfach so. Verstehen Sie, Vorlesungen von maßgebenden Menschen, nicht von Sekundärwissenschaftlern. Wäre das nicht was? Verstehen Sie, eine Rede von dem Papst ist 100-mal besser als von einem Amateurwissenschaftler da in Ihrem Dorf, in der Kirche, der das nur für diesen einen Tag macht. Und wäre das nicht besser, einfach aus berufenem Munde das echt zu hören, so richtig live, und wenn wir dann das volle Programm auf dem TED oder irgendwo hätten, wäre das nicht wunderbar und können, verstehen Sie, normale Studenten gehen sowieso nicht mehr richtig in die Uni, weil es so langweilig ist und lesen es aus Büchern an, weil die Professoren so schlecht sind und so weiter. Das ist das Problem. Das könnten wir doch mal lösen. Jetzt hat es auch Bill Gates gesagt. Okay. Ich habe das mal unter den Titel gestellt, Ende der Kreidezeit. Ist das gut? Das passt total gut, weil wir nach der Landwirtschaft, das ist der Primärsektor, in den zweiten Sektor, die Industrie, gehen. Jetzt sind wir gerade in der Dienstleistungsgesellschaft, das ist der tertiäre Sektor. Tertiär wie Kreidezeit, gell? Und jetzt gehen wir in das Quartär, wo die Menschen leben, nicht mehr die Dinosaurier, und das Quartäre Industriezeitalter ist die Wissensgesellschaft, und da müssen wir hin. So, und jetzt beklage ich mich über das Bildungssystem. Ich möchte, dass wir eine deutsche Mittelstandsindustrie aufbauen, die sich zum Ziel setzt, einfach vernünftige Videospiele, Games, irgendwas zu machen, sodass man richtig Spaß hat, irgendwelches Zeug zu lernen. Beispiel: Warum muss ich von der 5. bis zur 7. Klasse immer Chor singen? Es gibt hier ein paar im Raum, die machen das gern. Ich nicht. Ich habe 3 Jahre gelitten. Dann haben sie mir Transponieren beigebracht, obwohl ich kein Instrument spielen kann. Alle so Foltermethoden, es war einfach der helle Wahnsinn. Warum kann ich nicht einfach so heute auf dem Keyboard irgendwie Kompositionsprogramme als Freeware von der Schule haben und was richtig Schönes tun? Ich hätte gern mit den Beatles zusammen was komponiert, das hätte ich damals gemacht. Warum muss ich in so einem Amphitheater Physik machen? Ich kann kaum sehen, was der da vorne macht. So weit ist er weg und der verschlingt sich wie die Laokon-Gruppe in Bananenstecker und irgendwelche Drähte. Und nach 90 Minuten Verzweiflung sagt er, jetzt müsste die Kohlenlampe brennen, wenn alles richtig gemacht wäre. Kann ich nicht einfach einen Baukasten haben, so einen stinknormalen Baukasten, wo man so wie in Doom in diesen Spielen da rumläuft und dann muss man das Haus verkabeln mit Steckdosen und dann muss das stimmen hinterher? Kann ich die kirchhoffschen Gesetze nicht einfach in ein paar Stunden lernen, anstatt das in der Schule zu erleiden? Kann ich nicht virtuelle Baukästen machen, wo man Fallgesetze einfach am Computer prüfen kann, dass das dann richtig rauskommt? Was soll ein Jahr Erdkunde Deutschland, ein Jahr Europa, ein Jahr Asien, 5., 6., 7. immer dieses Zeug so, wo man ein 100-seitiges Buch mit 15 Bildern anguckt, wo da ist so ein Taj Mahal aus. Kann ich nicht einfach Google Earth nehmen, zoom, 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 zoom und laufe da ein bisschen bei den Pyramiden rum? Was ist das Problem? Wieso muss ich mich ein Jahr damit befassen, was ich in 2 Stunden als Digital Native einfach so lernen kann? Warum kann ich nicht das Bild von einer Amöbe einfach auf Weltniveau, so Exapixel groß machen
Und dann mache ich zum, 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 zum und gucke mir die an als Mikroskop. Kennen Sie das noch? Ein halbes Jahr haben wir mit diesen blöden Dingern darum gemacht und haben versucht durchzugucken und es ging nicht. Und dann haben wir es das stärker gedreht, knack ist das Glasplättchen unten raus und dann haben wir dann so wieder Wasser gehabt und Matsch und dann haben wir schließlich doch lieber dann das echte Wasser mit Schwämmen gehabt und die Mädels beworfen. Hat das was mit Bildung zu tun? Ich kann die alle jetzt durchgehen. Brauchen wir immer, verstehen Sie, die Verlage, meiner auch, verwandelt jetzt meine Bücher, meine schönen armen Bücher in PDFs und sagt, das ist ein E-Book, das meine ich nicht. Wir brauchen E-Books, die sehen so aus wie Wikipedia, dass man so ein Mathebuch hat, wenn einer merkt, dass die Aufgabe falsch geschrieben ist, dann ändert er das halt, jetzt gleich. Und das sind immer richtig und man kriegt nur ein Update und so weiter. Verstehen Sie, das ist anders. Und ich möchte, dass die Statistiken der Vivi-Bücher sich gleich nachtragen und dass die 50. Auflage immer gleich da ist. Und dann braucht man kein Buch mehr und kein Papier mehr und alles weg. Verstanden? Sie sagen natürlich, weil ich Chief Technology Officer von IBM bin, dass ich jetzt technologieverliebt bin. Nein, ich bin einfach nur effizient. Verstehen Sie? Sie lernen alles in der halben Zeit und mit Spaß. Und dann kommen natürlich Leute und sagen, das im Chor war aber schön, das ist so ein menschliches Erlebnis, das will ich nicht missen. Und dann kommen Studenten und sagen, so ein echter Professor ist doch schön, in so einem erstickten Raum von 800 BWL-Studenten Buchführung und Abschluss zu lernen. Und sind Sie wahnsinnig geworden? Lassen Sie sich das alles gefallen? Merken Sie nicht, dass die Vorlesungen an der Uni manchmal an den Rand eines Dienstvergehens sind? Das ist so, in der Schule auch. Und Sie vergessen das. Und immer wenn ich komme und sage, wir müssen das anders machen, jetzt so, my way, oder die future way, dann fällt Ihnen plötzlich ein, dass die Schule doch ganz gut war und dass da Menschen waren. Jetzt beklagen Sie sich, dass da Menschen gar nicht sind, also obwohl ganz viele neben Ihnen sitzen, die kennen Sie aber nicht. Und Sie bleiben ja auch zu Hause und so weiter. Und das möchte ich einfach mal neu haben. Wir könnten dann, das wird natürlich teuer sein, wenn Sie zum Beispiel so ein Drama von Goethe, sagen wir den Faust, ordentlich darstellen, also so, nicht als PDF, gell? Ich klicke dann auf so einen Vers drauf und dann kommt Mephisto von Gustav Gründgens oder wen Sie vorher eingestellt haben als Profil. Und dann können Sie die verschiedenen Choreografien sehen, alle Bilder, alle zeitgenössischen Bebildungen aller Zeiten mit Sekundärliteratur, was Goethe an dem Tag gedacht hat und zu Eckermann gesagt und so weiter. Es ist alles da. Und wenn Sie das machen, dann ist das so ungefähr so, dass 3-4 Habilitanten irgendwie so normal machen müssen. 5 Jahre und das wird 5 Millionen Entwicklungskosten sein, aber das ist einmal für die ganze Welt. Einmal Faust 2, fertig. Okay? Und was machen Sie? Sie lesen das doofe Zeug? Hat Goethe das geschrieben, damit Sie das durchlesen? Ich habe gedacht, Dramen sind sowas wie Drehbücher für Theater und dann geht man hin und guckt sich's an. Wer hat denn je daran gedacht, dass Sie es lesen? Lesen Sie Drehbücher? Verstehen Sie, man hat das mit dem Lesen angefangen, weil wir kein Theater überall haben, aber durch TED ist ja Theater genug da. Klar, wir können das wieder ursprünglich machen, so wie das gewesen ist. Und alle maulen jetzt und dann sagen die Schüler, und wie ist das dann und wie werden die Prüfungen abgenommen? Und die Lehrer sagen, was passiert aus mir? Weg! Natürlich werden die Lehrer keinen Klassenunterricht mehr haben, sondern man kriegt Einzelunterricht. Man übt zu Hause, guckt ein paar Filme an und so weiter. Ich möchte Filme haben für jedes Tier, für jeden Vogel, für jeden Baum. Auf Google muss in Bammental draufstehen, wo ist die Kastanie, wo ist hier die Platane, wo ist das? Und dann kriegt man so Rallye und geht mit dem Navi rum und guckt sich alle Bäume an. Und dann kriegt man die Vögel, die da im Garten sind, mit YouTube und die zwitschern dann und man lernt. Verstehen Sie, man kann alles wahnsinnig viel schneller lernen. Das möchte ich gerne haben. Das ist viel, viel Geld. Ich habe das mit dem Faust gesagt, das kostet 5 Millionen. Und die ganzen Vögel aufzunehmen, kostet auch ganz viel. Und am Ende, wenn das dann fertig ist, dann hätte ich gerne so ein normales Portal auf dem iPad. Freeware für alle weltweit in beliebig bester Qualität, so wie Sie sich das irgendwie nur vorstellen können. Das wäre ein vernünftiges Bildungssystem, oder? Dann kommt auch keiner mehr auf die Idee zu sagen, die Schulbücher sind zu teuer oder der Dirke-Atlas ist so schwer und so weiter. Ist das nicht
wir schlafen. Das macht dann alles Google für uns, sie merken das, die fangen damit an. Und dann werden wir von denen irgendwann abhängig gemacht und dann sagen wir, das ist mir zu amerikanisch. Warum packen wir das nicht selbst an? Ich würde gerne so irgendwie was, nicht, dass wir einen Internetminister haben, sondern sowas wie einen Apps-Portal-Minister, der einfach eine Open-Source-Community-Plattform erschafft, sodass man wie Wikipedia das ganze Zeug draufsetzen kann. Dann machen wir das. Okay? Ich habe noch die Befürchtung, dass wir die neue Generation nicht verstehen. Wir sind ja alle auch schon viel zu alt. Ich weiß nicht, Digital Native fängt bei 1977 Geburtsdatum an. Und dann können ja hier ein paar sein. Und das sind wirklich andere Menschen, die brauchen auch eigentlich eine andere Lehrmethode. Also da sind so mein Favorite ist, Mama, bin ich gedownloadet? Nein, Kind, du bist geboren. Oder der Vater sagt, pass auf, ich mache deine Hausaufgaben, das kann ich. Und dafür machst du das, was ich im Beruf nicht hinkriege. Ja, und so weiter. Oder wie war dein erster Tag im Kindergarten? Scheiße, es gab kein WLAN. Und das sind die Leute, mit denen wir uns jetzt auseinandersetzen. Und ich wundere mich, dass die alle so das sich erdulden, dass das Schul- und Bildungssystem einfach wie Steinzeit ist für Leute, die das irgendwie anders gewöhnt sind. Und das müssen wir irgendwie mal aufhören. Und die können auch nicht so sagen, dass der Opa sagt, das ist aber schade, da verliert ihr den menschlichen Kontakt zu den ach so netten Lehrern. Und was wir eigentlich haben, ist, dass wir Älteren, ich bin jetzt einer, der schon Digital Native ist, obwohl ich schon so alt werde, also nächstes Jahr 60 werde und Frau Birkbiel, die nachher dran kommt, die ist 63, glaube ich, steht im Programm, sonst darf ich es ja nicht sagen, die twittert. Wow, was mit 63? Verstehen Sie, und da wird ein bisschen deutlich, dass wir ein Integrationsproblem haben. Nicht das Mickey-Maus-Problem von dem Sarrazin, sondern wir haben einen Haufen Digital Immigrants hier unter uns, die absolut integrationsunwillig sind. Und die muss man einfach hauen. Die müssen einen Führerschein machen fürs Internet oder sowas. Gell? Okay, und dann wollte ich einen Abspann machen. Was soll man jetzt echt können? Also da ist jetzt schon eine Menge gesagt worden. Also das liegt so ein bisschen an dem, also was Sie hören von dem Menschen, also der jetzt sagt, was Sie demnächst können müssen, das ist natürlich ein Wunsch von mir. Für heute Morgen haben Sie einen Wunsch von Anja Förster gehört. Ja. Der heißt Leidenschaft. Ich bin mehr Techie und nicht so richtig Frau. Und bei mir heißt das ganz normal arbeiten. Also so, ich weiß nicht, ich habe neulich mal einen Studienstifter, ich muss immer Hochbegabtenförderung seit 25 Jahren die Entscheidung treffen. Und da habe ich einem gesagt, ich nehme Sie auf, Sie sind erfreulich normal. Der war total beleidigt. Ich musste noch eine halbe Stunde erklären, dass ich das gut finde, verstehen Sie? Es gibt auch bei Aristoteles so Stellen, dass er sagt, das Exzellente ist, die gesunde Mitte zwischen den Extremen zu halten. Das ist nicht so einfach, verstehen Sie? Und bei der Arbeit zicken die nämlich alle rum. Und deswegen habe ich mal aufgeschrieben, was ich mir wünsche, wie ein normaler Mensch aussehen möchte. Und das ist hier. Also nur so das erste Drittel, damit ich habe nur eine Folie und ich wollte nicht so viel draufschreiben, aber ich kann noch mehr. Was Sie einfach sehen, wenn Sie wissen wollen, was bei IBM oder irgendwo anders in der Arbeitswelt eine Rolle spielt, dann ist es dieses Rumzicken. Das macht die ganze Arbeitszeit weg. Und in dem neuen digitalen Zeitalter sitzen Sie nicht an so einem Arbeitsplatz und machen Bausparvertrag für Bausparvertrag und Steuererklärung für Steuererklärung und Reiseantrag für Reiseantrag, sondern Sie telefonieren, sind in Webservices, telefonieren mit der ganzen Welt, haben Skype-Konferenzen, reisen nach Japan und so weiter. Das ist mehr managen, verhandeln, verkaufen, positiv wirken, Leute motivieren und so weiter. Das ist nicht nur Leidenschaft, das ist richtig viel, viel, viel Management und Networking und so weiter. Das ist das alles, was da steht. Das brauchen wir in der nächsten Zeit. Und wenn Sie die Negativbeispiele haben, wenn Sie wirklich wissen will, wie einer im Beruf sein will, gucken Sie sich doch diese ganzen Castingshow mal an. Verstehen Sie, da ist so ein Restaurant, das meldet sich an, ich will jetzt von dem Rach gerettet werden. Und jetzt die Sendung ist schon zig Jahre und man weiß, dass der Rach als erstes immer Tomatensuppe bestellt und ein Pangasiusfilet. Und dann schimpft er, dass es gefroren bzw. aus der Tüte ist. Und dann geht er in die Küche und die ist schmutzig.
Das ist seit vielen Jahren so. Da, verstehen Sie, da melden sich Leute an, ich will gerettet werden, und dann machen sie als erstes eine Tütensuppe, obwohl sie wissen, dass er jetzt aus dem Fenster springt, und dann fällt er in die Küche zurück und die ist schmutzig. Und dann sagt Heidi Klum, hey, du bist das schönste Mädel der Welt. Ja. Sag ich, pass auf, und jetzt ziehen wir dich schwach aus und du kriegst eine Schlange um den Hals. Und sie sagt, nein, das tue ich nicht. Ich sage, pass auf, du kriegst hier $10,000 für diesen Dings und in einer Stunde müssen wir die Fotos im Kasten haben und du hast... Nein, das mache ich nicht. Und die anderen, die sind so gehorsam und tun das und dann kriegen die bessere Noten und alle sind gegen mich und die Mädels schimpfen und ich werde hier gemobbt und ich bin die Schönste. Und dann, ja, bei Dieter Bohlen. Du kannst nichts, insbesondere nicht singen. Antwort, ich habe 2 Stunden geübt. Und warum hast du den Text vergessen? Den hatte ich nicht. Kennen Sie das? Das ist bei der Arbeitswelt ganz genauso. Sie gehen irgendwen hin oder einer Sekretärin und sagen, fix das und ändere meine Adresse bei IEEE. Und dann sage ich, soll ich das in Englisch anrufen? Das macht die, meine ist gut. Aber verstehen Sie, dann kriegen Sie, wie soll ich das machen und wo genau? Und dann sagt, ach, da mache ich es selbst. Und das geht nicht, verstehen Sie? Wir wollen ganz normale, professionelle Leute. Die sollen ganz normal lieb sein, ganz normal überzeugen, ganz normal, alles das ganz normal. Sie sollen versuchen, sie sollen die Kunst kennen, ein guter Mensch zu sein und diese Kunst bitte ausüben. Das steht da unten. Ist doch ein schöner Satz, oder? Okay. Und die Verantwortung dafür übernehmen. Ich habe mal mit so in der Gegend von meiner Frau so irgendwann mal so bei vielen Frauen, die saßen da zusammen und tranken Kaffee, also so herkömmlich, und ich habe gesagt, dass doch eine Mutter auch die Verantwortung für das Ergebnis hat bei den Kindern. So wie ich als Manager für meine Mitarbeiter ja auch. Das wird nicht so gesehen. Was meinen Sie, was die mich anspringen? Wenn ein Kind eine Macke hat, dann sagt nicht die Mutter, sie hat da was falsch gemacht, sondern das Kind zahnt gerade oder ein paar Monate später hat es Pubertät. Okay, und jetzt meine Klage, wer bringt uns das bitte bei? Die Eltern sagen, ich war jetzt mal so live im Fernsehen bei WDR 3 bei Delling, und da waren dann so von Salem, so Leute und Schuldirektorin und eine Elternvertreterin. Und dann haben die Elternvertreter gesagt, die Schule ist schuld. Und die Lehrer sind alle schlecht und ich erwarte. Und die Lehrer haben gesagt, wir erwarten leidenschaftliche, begeisterungsfähige, interessierte Studenten, Schüler, Säuglinge, was immer da ist, das müssen die mitbringen. Und wenn sie das nicht mitbringen, fallen sie hier durchs Raster. Dann ist hier, bitte, wer hier BWL nicht schön und sexy findet und Mikroökonomie 2 liebt, soll hier weg. So, und dann haben die sich dann angeschrien. Die Schuldirektorin hat gesagt, die Eltern sind schuld. Der BUEP hat gesagt, es gibt keine Werte mehr, keine Disziplin und so. Und dann habe ich irgendwie gesagt, also ich war da fremd ein bisschen und habe gesagt, ich merke nur, dass wir ja alle die Schuld haben, das stimmt doch, wir alle zusammen. Und jetzt, was machen wir jetzt? Und dann haben sie gesagt, nein, die Eltern sind schuld, nein, die sind schuld und so. Und dann haben sie sich wieder so 90 Minuten gegeneinander angezeigt. So kommen wir nicht weiter, irgendwer muss das jetzt mal tun. Am besten alle gleichzeitig, oder? Oder? Jeder einzeln? So, und das hat was mit dem Menschenbild zu tun. Es gibt Leute, die sagen beim Stammtisch, die Menschen sind einfach faule Tiere, die eigentlich nicht zum Arbeiten geboren sind und man muss sie zwingen. Das ist Menschenbild X, wenn Sie sowas schon mal gehört haben. Und Maslow sagt, die Menschen wollen sich irgendwie weiterentwickeln. Und je nachdem, wie sie das machen, kommt es raus. Also ich habe den Eindruck, dass alle Unisysteme, alle Erziehungssysteme, alles, was überhaupt aufgeschrieben ist, ist so gemacht, dass dann die begeisterten, leidenschaftlichen Säuglinge bis Studenten und Mitarbeiter willig alles aufsagen, was in diesem Plan steht. So unter der Annahme sind die Pläne gemacht worden und leider sind die Leute nicht so und die Lehrer nicht so und keiner ist so. Und das müssen wir irgendwie aufbrechen. Okay, ich habe das mal so ordentlich aufgeschrieben. Das ist keine Widerwerte. Ich habe so Kolumnen auch auf meiner Homepage geschrieben, die heißt Hirn verpflichtet, also dass sie nicht nur Eigentum verpflichtet, sondern wenn sie ein IQ haben, mehr als 120, dann müssen sie doch auch ein Leben entsprechend führen, oder?
Wenn 130, 140 oder irgendwas, oder Sie haben ein Talent, warum üben Sie das nicht aus? Wieso verlangen Sie von den Reichen, dass sie Ihnen was spenden? Wieso, wenn Sie was im Hirn haben, geben Sie das nicht weiter? Und dann schimpfen alle und sagen, 30% der Bevölkerung sind nun mal dumm. Also in Bayern mindestens. Und in Bayern sind die wirklich viel härter, die ganzen Politiker. Und dann sagen sie, da gibt es eine Glockenkurve, hat Anja Förster auch vorhin schon gesagt. Und hat gesagt, diese mit der Glockenkurve, die sind bestimmt unter 100. Oder wissen Sie, man, eine Glockenkurve kann ja sein, das will ich nicht abstreiten, ich habe Statistik gemacht als Mathematiker. Man kann aber die Glockenkurve nach rechts verschieben. Ich habe ganz viel über Intelligenz gelesen. Es scheint so zu sein, dass Intelligenz irgendwie so halbwegs angeboren ist. Und die zweite Regel ist, dass die Kinder immer so intelligent werden wie der Vater oder die Mutter zu Hause, was man so vorlebt. Und wenn das, man kriegt so 15 Punkte Unterschied noch weggezogen. Und 15 Punkte reicht für alle. Es ist alles in Ordnung. Dann können auch im Prinzip alle Abitur machen und im Prinzip alle studieren. Oh, es blinkt. Ich höre auf. Sie verstehen mich? Sie müssen jetzt einfach normal professionell werden für die nächste Zeit. Und wie gesagt, was vorher auch von Frau Förster, von Förster und Kreuz gesagt worden ist, mittelmäßig geht gar nicht. Und Sie sind als Mensch entweder exzellent oder billig. Verstehen Sie, alles geht in Niedriglohnsektoren. Ein Taxifahrer muss nicht mehr wissen, wohin er fahren muss, das sagt TomTom. Und der Briefträger hat einen TomTom und der Finanzbeamte hat einen TomTom. Sie müssen das nicht mehr selbst wissen. Sie müssen irgendwie da raus. Und davon handelt heute der ganze Tag. Alles klar, ich gebe noch, jetzt habe ich leider falsch, 30 Sekunden. Das ist eine echte Sache, habe ich aus dem Wikipedia abgeschrieben, unter Schulpflicht. Die Bauern damals haben gesagt, als Preußen die Eifel erobert hatte, ihr macht jetzt Schulpflicht, das haben wir in Preußen auch. Und die Bauern haben gesagt, hey, wir müssen ackern. Und wir brauchen die Kinder bei der Arbeit. Und die Kinder können das nicht, weil sie zu dumm sind. Und die Kinder haben keine Zeit und das Rechnen braucht ja auch keiner. Und wenn ich jetzt komme und sage, hey, ihr müsst ins digitale Zeitalter, dann sagt ihr, pass auf, du, wir sind von der Tagesarbeit aufgefressen, wir haben keine Zeit zu lernen. Zweitens braucht man es nicht und drittens ist die Glockenkurve da, wir sind zu dumm. Und hören Sie endlich auf mit diesen blöden Argumenten und machen Sie das, was gemacht werden muss und werden Sie Professional Immigrant. Dankeschön.